Hey, ich bin's mal wieder, Daniel. Und nun kommen wir mal zu einer Review von iOS 5 Beta 2. So, und zwar, wie bei der Beta 1 gibt es das Notification Center. Das ist natürlich klar. So. Und die Reminders gibt es natürlich auch wieder. Der Zeitungskiosk ist immer noch nicht verfügbar. Hier gibt es keinen Zugang zum Store. So. Ja, und dies war's eigentlich auch schon. Und die Neuigkeiten sind: Das neue WebKit in iOS 5 erlaubt nun natives Scrollen. Das verstehe ich irgendwie nicht, was dieses natives Scrollen bedeuten soll. Dann kommt noch, Videoinhalte von Apps stehen automatisch für AirPlay zur Verfügung. Beim Anmelden an einen MobileMe-Account gibt es automatisch eine Cloud-Backup-Option. Wenn der Anwender die iCloud-Backup-Option nutzt, wird automatisch das Anlegen von iTunes Backups abgeschaltet. Apple TV Beta Software ermöglicht die Wiedergabe von Videoinhalten über AirPlay auf iPad 2 und unterstützt jetzt auch Fotostreaming von iCloud an Apple TV der zweiten Generation. Die Push-Notifikationen und sonstige Benachrichtigungen werden nun im neuen Notification Center in iOS 5 verwaltet. Das WebKit akzeptiert nun Touch-Events in Eingabefeldern und drahtlose Synchronisieren kann auf Automatik gestellt werden und wird aktiviert, sobald die angeschlossenen Geräte eingeschaltet werden und eine Netzverbindung nutzen können. Alternativ kann der Anwender den Prozess auch manuell in iTunes einstellen und auslösen. Also, die Neuigkeit ist Wi-Fi Sync. Das bedeutet, ihr könnt euren iPod bzw. euer iPhone ohne USB-Kabel synchronisieren. Und zwar muss euer Windows-PC oder euer Mac im selben WLAN Spot sein wie euer iPod bzw. euer iPhone. Aber zurzeit ist dieses WLAN-Sync nur für Mac-User verfügbar, was ich ein bisschen schade finde. Aber wenn dies für Windows erscheint, werde ich euch auf jeden Fall eine Preview machen. Eine Review, Entschuldigung. Ja. Und was ich auch ein bisschen blöd finde, um ehrlich zu sein, ist iMessage. Und zwar wird iMessage in dieser Version nicht mit der iMessage-Version von der Beta 1 kompatibel sein. Das heißt, euer Chatpartner muss auch die Beta 2 besitzen, um mit euch chatten zu können. Und andersrum natürlich auch. Ja. Das war's eigentlich schon. Diese Infos habe ich von macwelt.de. Die Quelle werde ich euch verlinken. Und falls ihr noch Fragen habt, schreibt ihr diese bitte in die Kommentare. Ja, wenn euch das Video gefällt, wäre es nett, wenn ich einen Daumen hoch bekommen würde. Wir sehen uns dann später mal wieder bei einem neuen Video. Ciao, bis dann.